heute Nacht bei mir in der Nähe Dienst gehabt. Und mal sehen. Ich, Chef. Also Sie waren das? Ja, Chef. Es war nicht viel los. Haben Sie schon die Morgenzeitung gelesen? Nein, noch nicht. Ich, Natürlich nicht. Bitte, hier, lesen Sie die Überschrift. Die Bevölkerung fordert neuen Polizeichef, 42 Einbrüche in einer Woche und keine Verhaftung. Die Polizei schläft. Jetzt gucken Sie dumm, was? Meine Geduld ist zu Ende. Ich habe keine Lust, Ihretwegen meinen Posten zu verlieren. Wenn in den nächsten 24 Stunden wieder vor Ihren Augen eingebrochen wird und Sie schnappen den Kerl nicht, dann fliegen Sie. Verstanden? Zu Befehl. In dein Haus stecken. Vielleicht findest du einen, der so menschenfreundlich ist und sich freiwillig verhaften lässt. Tja, aber wo gibt's so einen Doofen? Moment, ich hab's. Oh. Wird Zeit, meine Idee umzusetzen. Na komm, hopp, aufstehen, los! Was? Ja, ich sag dir aufstehen, los! Na los jetzt, schlaf dich wieder ein! Ihr wisst ja, für Landstreicherei gibt's 90 Tage Knast. Ja, wissen wir. Zwei Dinge, die ich jetzt tun könnte. Entweder ich schlag euch zusammen, oder ich sperre euch ein. Oder ich schlag euch zusammen und sperre euch außerdem noch ein. Und wie willst du dich entscheiden, Guy? Psst, nicht so laut, mal nicht den Teufel an die Wand. Wenn ich euch nun laufen lasse, was ist denn mit dir los? Du würdest uns niemals einsperren. Doch! Na gut. Naja, wie denn schon? Wenn ich euch nun laufen lasse, würdet ihr mir dann einen kleinen Gefallen tun? Aber von Herzen gern. Also gut, mein Chef hält nicht besonders viel von mir zurzeit. Und ich will ihm beweisen, dass er Unrecht hat. Und wie wirst du das tun? Na ganz einfach, ihr brecht bei ihm ein und danach... tu ich euch verhaften. Da hab nämlich ich wieder einen guten Stein bei ihm am Herz. Das machen wir nicht. Na gut, dann gibt's halt eben 90 Tage Knast. Komm mit. Halt, wir wollen's noch besprechen. Ja, aber mach schnell, ich hab keine Zeit mehr. Okay. Komm, da bestimmt ins Gefängnis, das läuft bestimmt schief. Eigentlich ist das doch gar nicht mal so dumm, Karl. Geil, ja, wir haben uns beschlossen, wir tun's. Sehr schön, das nenne ich Entschlossenheit und Tatkraft. So, Boys, hier wohnt jetzt mein Chef. Oh, wohnt er vielleicht im Ghetto? Oder was? Nein, Karl, der wohnt ganz sicher nicht im Ghetto. Hier, die eine Mauer ist nur ein bisschen mit Graffiti beschmiert und hier liegt viel Müll auf dem Boden rum. Aber das ist nicht so schlimm. Ich schleich mich jetzt davon, okay? Ihr, bricht bei ihm ein, okay? Verstanden. Kommt mit. Oh, das geht bestimmt schief. Na, denkt doch nicht daran. Guy macht das schon. Zieh mich rüber! Mach ich doch schon. Aua. Was ist denn da draußen für ein Krach, Menno? Da sind zwei Katzen. Scheuchen Sie die Biester. So, jetzt sind sie aber verscheucht. Also gut, Jungs, die Luft ist rein. Jetzt können wir uns wieder reinschleichen. Psst, aber psst, okay. Zu. Das wird auch gut sein, Karl. Du klopfst doch nicht an die Tür. Oh, psst, Tom. Sei nicht zu laut. Hab verstanden, Bob. Dann schleichen wir uns halt eben durch das Hinterfenster. Los, komm mit. Also durch dieses können wir ziemlich gut schleichen. Psst. Ja, okay, chill mal. Ja, das ist... Oh nein, das ist alarmgesichert. Aber das nicht. Genau, hast du recht. Komm jetzt, wir müssen uns beeilen. Bob, du hebst Karl an. Danach steckst du dein und du gehst rein. Warum ich?
weil du einfach nur groß bist. Okay, heb mich nur so an. Ja, keine Müdigkeit, ihr beiden, ein neuer Versuch. Ich bin gleich drin. So, Karl ist jetzt schon mal drin. Jetzt steig ich rein. Aber pssst. Komm, spring hoch, Tom. So, jetzt warten wir auf Guy, okay? Aber ja, nichts machen, okay? Wir müssen ganz mäusenstill sein. Und was ist das hier? Halt das, die Klingellampe. Bist du verrückt, Karl? Oh, los, komm jetzt schnell verstecken. Haben Sie nach mir geläutet, Sir? Nein, ich habe nicht geläutet. Sie träumen wohl. Verschwinden Sie jetzt. Ich möchte endlich schlafen. Allmählich vertrotteln Sie völlig. Sie werden langsam alt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst still sein. Los, komm jetzt schnell abhauen. Warte! Halt. Keiner verlässt das Haus von euch. Aber geil, wir sind doch... Psst! Wenn du einmal erzählst, dass du dein Freund bist, dann werde ich dich auch wirklich verhaften lassen. Okay. Nein, Sir, bitte nicht. Was ist da unten los? Oh, sie wollten sie festnehmen, Herr Guy, hä? Auf jeden Fall, Chef. Na gut, dann kann ich wohl der Polizei sagen, dass sie einstellen können. Und sie nehmen sie ja fest, oder? Ja, das mache ich. Die Bande hier, die Einbrecherbande, die drei hier, werden schön hinter Gitter landen. Das sage ich Ihnen. Das schwöre ich Ihnen auch. Gut, Herr Wachtmeister, dann nehme ich Sie beim Wort. Es ist besser, ihr geht jetzt nach Hause. Es ist schon spät. Wie spät denn genau? 2.31 Uhr in der Nacht. Okay, dann gehe ich mal schnell heim. Tschüss.